Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Vorlesung im Rahmen einer Christmas Lecture freiwillig. Ich möchte etwas über Placebo-Effekte Ihnen beibringen, etwas sehr Häufiges im medizinischen Alltag, aber auch im Privatleben und was im Studium eigentlich sehr unterrepräsentiert ist. Man hört darüber eigentlich fast nichts und deshalb finde ich das noch eine wichtige und sehr interessante Ergänzung zu dem, was Sie eben sonst eigentlich lernen. Sie werden im Rahmen dieser Lecture auch herausfinden, warum Sie nichts über Placebo-Effekte lernen, unter anderem. Gut, also, dann fangen wir gleich mal an und zwar mit einer kurzen Umfrage. Und zwar würde mich interessieren, ob Sie selbst schon einmal mit einem Placebo behandelt worden sind und wenn, ob Sie damit einverstanden wären. Wir sind noch 70 Leute anwesend. Ich denke, wir erwarten so. Ja, bitte. Entschuldigung. Also damit einverstanden im Sinn von, dass wir wissentlich mit Placebo behandelt werden. Ja, wenn Sie nicht, also ja genau, wenn Sie das nachher herausfinden würden oder schon vornherein wüssten, dass es ein Placebo ist, ob Sie damit einverstanden wären. Das ist ein bisschen die Frage nach Ihrer persönlichen Haltung, ob Sie das für sich okay fänden, wenn man Ihnen ein Placebo gegeben hätte oder hat. Sehr schön. Wir haben sehr viele Antworten. Schon fast alle haben geantwortet. Wunderbar. Gut. Also, schauen wir uns mal die Resultate an. Die Hälfte von Ihnen ist noch nie wissentlich mit einem Placebo behandelt worden und wenn das wäre auch damit nicht einverstanden. 30% erkennen, dass es vielleicht schon passiert ist und sie wären nicht einverstanden. Und ja, dann eine Person hat schon mal ein Placebo bekommen, war damit aber nicht einverstanden. Sehr interessant. Und aha, Moment, genau. Falsch, ich habe es falsch erzählt. Bei der Nein-Gruppe wäre die Hälfte hat Nein gesagt, aber wäre damit einverstanden. Sehr interessant. Also, ich habe es vollkommen falsch erzählt. Die meisten von Ihnen wären einverstanden, ein Placebo zu erhalten. Sehr interessant. Plus 3, nur 10% ungefähr wären nicht einverstanden. Also hier ist eine große Offenheit gegenüber Placebo feststellbar unter Ihnen. Sehr interessant. Wir kommen danach nochmals auf ein paar zurück. Okay. Jetzt sollte man eigentlich nicht eine Umfrage machen, ohne vorher definiert zu haben, wovon man eigentlich spricht. Und was ist ein Placebo? Das möchte ich Ihnen hier vorstellen. Das ist die Definition der American Medical Association. Das ist sehr aufschlussreich und hat Implikationen. Es wird definiert als eine Intervention, bei der Arzt oder Ärztin glaubt, dass sie keinen spezifischen Effekt hat oder einen Wirkmechanismus auf eine bestimmte Krankheit, die man versucht zu behandeln. Was steckt da drin? Da steckt eigentlich aus 1 und 2 steckt drin, dass Sie als Ärzte maßgeblich sind, weil Sie glauben oder nicht glauben. Und da ist kein objektiver Wirkungsnachweis gefragt. Sprich, wenn Sie glauben, dass Kuhmist gegen Durchfall wirkt, dann reicht das. Und wenn Sie glauben, dass Zuckertabletten gegen Durchfall wirken, dann wäre das auch ausreichend dafür, dass wenn Sie dann Zuckertabletten geben und glauben, das wirkt, dann ist es kein Placebo.
auch wenn es keinen Wirkungsnachweis gibt. Also Placebo definiert sich in der Gabe, in der Glaube dessen, der ein Medikament gibt. Und eben die Implikation ist für die Alternativmedizin, wenn es keinen Wirkungsnachweis gibt und ein Arzt oder Ärztin gibt etwas und glaubt aber selber daran, ist es kein Placebo. Also sie können Homöopathie verschreiben, der eine Arzt glaubt, es wirkt nicht, der andere, der glaubt, es wirkt, derjenige, der nicht glaubt, es wirkt, der macht Placebo, der andere nicht. Schon mal interessant, wie nicht naturwissenschaftlich die Definition ist. Und hier ist eben noch, wenn es eben nur für eine bestimmte Krankheit wirkt oder nicht wirkt, dann kann es eben noch sein, dass ich etwas, ein Medikament gebe, zum Beispiel ein Schmerzmittel gegen, vielleicht gegen Müdigkeit. Und weil ich kein Methamphetamin geben möchte, zum Beispiel, das stimmt, also natürlich, dann gebe ich ein Schmerzmittel. Und dann ist das Schmerzmittel ein Placebo, weil es in diesem Fall keine Wirkung hat, aber ein Schmerzmittel ist ja, da ist ja was drin, das heißt ja kein Placebo. Also ist keine Zuckertablette. Also für die konkrete Situation ist es eben auch noch ausschlaggebend, was wir geben, ob das ein Placebo ist oder nicht. Und es gibt Medikamente, man kann jedes Medikament als Placebo geben, wenn es in, je nach Kontext. Okay, jetzt ein bisschen verwirrend, wir schauen das mit einem Beispiel noch an und sehen auch, was alles in einem Effekt steckt. Auch das ist etwas, das Sie im ärztlichen Denken besser jetzt oder besser früh sich aneignen zu verstehen. Wir nehmen an, wir hätten einen Patienten mit Schmerzen und dann geben wir etwas. Das ist zum Beispiel ein nichtsteroidales Antirheumatikum. Das Typische, was wir in der Schweiz geben, ist, ist das Mefenazid. Konstan, und dann geht es dem Patienten besser nachher. Und jetzt ist natürlich so irgendwie naheliegend zu sagen, ja natürlich, das Schmerzmittel hat es besser gemacht. Weil wir wissen, diese Antirheumatika, die hemmen ein Enzym, das in der Schmerzkaskade wichtig ist und deshalb ist es ja klar, der spezifische Effekt, und dann ist der Schmerz weg. Gut, das ist nur ein Drittel der wahren Geschichte. Natürlich rechnen Sie damit, dass ich jetzt auf den Placebo-Effekt zu sprechen komme. Natürlich, wenn ich eine Behandlung habe, irgendeine Behandlung, dann habe ich eine Zuversicht, die höher ist, dass es besser geht. Ich habe vielleicht dadurch eine Erwartungshaltung und mein Leidensdruck nimmt ab und so weiter. Das können wir als Placebo-Effekt definieren. Jetzt fehlt hier noch etwas. Und über das müssen wir auch uns Gedanken machen. Was in der Medizin häufig unterschätzt wird, ist der natürliche Verlauf. Also die Selbstheilung, die hoffentlich bei den meisten Schmerzzuständen einfach stattfindet. Manchmal kann es auch sein, dass man sich als Patient anpasst an Schmerzen und dann der Schmerz weniger schlimm erlebt wird. Und dann gibt es noch so statistische Phänomene, wenn jemand viel Schmerzen hat oder Schmerz kommt und geht, wann geht man zum Arzt? Natürlich, wenn der Schmerz am schlimmsten ist. Der Arzt macht irgendetwas und dann gehen die natürlichen Schwankungen des Schmerzes weiter und am nächsten Tag ist der Schmerz zufälligerweise oder einfach erwarteterweise wieder nicht so schlimm und dann hat man das Gefühl, ja, das war wunderbar, das hat so viel gebracht. Oder dabei war es einfach die natürliche Schwankung und wir haben hier ein bisschen einen Stichprobenfehler gemacht. Das sind alles Dinge, die in der Änderung drinstecken, in diesem Gesamteffekt und wo wir als Ärzte riskieren, alles der Intervention anzuschreiben, was überhaupt nicht richtig wäre. Gut, jetzt möchte ich ein bisschen auf die wissenschaftliche Seite kommen. Was wissen wir überhaupt über Placebo-Effekte? Gibt es das wirklich? Ist das alles nur Hirngespinst? Lässt sich das messen? Es ist jetzt schon eine Weile her, als eine sehr einflussreiche Arbeit publiziert wurde, The Powerful Placebo. Der Autor hat ganz viele Studien angeschaut und zusammengefasst, eine systematische Übersichtsarbeit gemacht und kam zum Schluss, dass Placebos sehr, sehr wirksam sind. Und das hat unseren gesellschaftlichen Glauben an Placebo-Effekte stark erhöht. Nun müssen wir uns aber kurz überlegen, wie man
überhaupt zum Schluss kommt, dass etwas wirksam ist. Und was in der Medizin das A und O ist, ist diese placebo-kontrollierte Studie. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon gehört haben, sollte den meisten vielleicht vertraut sein. Und die placebo-kontrollierte Studie, die hat eigentlich das Ziel, eben Wirksamkeit zu beweisen. Und zwar Wirksamkeit von meistens eben nicht dem Placebo, sondern einem Produkt natürlich. Und jetzt, wie ist das designt? Es gibt eine Prüfgruppe mit einer Intervention, die den spezifischen Effekt enthält, und eine Kontrollgruppe, also zwei Gruppen von Patienten. Und in der Kontrollgruppe ist es eben, kommt dieser spezifische Effekt nicht vor. Das ist der, gibt es nur den Placebo-Effekt. Und wenn wir die Effekte oder nach den Behandlungen dieser beiden Gruppen vergleichen, was der Unterschied ist, wenn wir die Resultate der Studie anschauen und sehen, den Patienten geht es besser, schlechter, gleich gut, dann subtrahieren wir eigentlich von dieser Gruppe das hier unten und haben dann diesen reinen spezifischen Effekt. Und das ist der wissenschaftlich nachgewiesene Effekt, von dem wir sprechen, wenn wir sagen Wirksamkeit. Jetzt sehen Sie vielleicht schon das Problem. Wie gesagt, herkömmliche Studien sind nur an dem interessiert und das wird nicht voneinander getrennt. Wir subtrahieren einfach die beiden voneinander, aber wir wissen nicht, ob eigentlich der Placebo-Effekt so groß ist und der natürliche Verlauf so groß ist oder umgekehrt. Also sprich, aus diesem Studiendesign, das normalerweise gemacht wird, haben wir keine Aussagekraft über den Placebo-Effekt. Also Sie verlassen die Akademie und wissen eigentlich nichts über den Placebo-Effekt und auch nichts über natürliche Verläufe. Nun, wie würde man Wirksamkeit von Placebos untersuchen müssen? Man müsste wirklich eine Studie machen mit Placebo-Effekt und natürlichem Verlauf versus nur natürlicher Verlauf, also ohne Placebo-Kontrollgruppe. Das hat methodische Schwierigkeiten, kann das zum Beispiel nicht verblinden, oder? Aber nur so würde man wirklich den reinen Placebo-Effekt messen können. Und ich meine, ja, das geht, aber wer macht so etwas? Wenn ich sage, ich bin Placebo-Forscher, dann fragen sich die Leute, ja, bin ich eigentlich blöd, weil es gibt absolut keinen finanziellen Anreiz, etwas herauszufinden über Placebos, weil Placebos lassen sich nicht vermarkten. Kann man nicht verkaufen, oder? Ich habe jetzt ein tolles neues Placebo entdeckt. Es ist für Forscher ist es eigentlich kein interessantes Thema und für die Pharmaindustrie sowieso nicht. Und deshalb ist es etwas, von dem wir recht wenig wissen. Nun, es gibt einen Wissenschaftler, der ist ziemlich prominent, der macht solche Forschung, der heißt Ted Kaptchuk, den lohnt es sich in diesem Zusammenhang zu kennen. Entschuldigen Sie? Ich zeige Ihnen jetzt noch eine Studie. Ja, bitte. Aber wenn Sie sagen, ja, es hat keinen Anreiz finanziell. Ich meine, es gibt ja extrem viele Placebos auf dem Markt, von denen eigentlich die Menschen in dem Bereich wissen, dass sie als Placebo gelten. Ob sie dann finden selber, dass Placebos sind oder nicht, ist etwas anderes. Aber bei denen sich ja dann effektiv finanziell in dem Sinn lohnt. Also gerade zum Beispiel Homöopathie ist ja extrem vermarktet. Wäre das dann nicht trotzdem für einen Investor interessant? Aber würde er das als Placebo deklarieren? Nein. Ja, muss er das? Und all die Homöopathiestudien, die haben das nicht als Placebo deklariert. Die glauben daran, oder? Und die deklarieren das als Intervention. Und er muss das, also, das ist ein Problem des Patentes und des Prozesses, dass sie nachher diese Intervention, die sie bauen, die müssen sie ja schützen rechtlich. Das müssen Sie durch ein Patent schützen und es braucht eine gewisse Patenthöhe. Das heißt, Sie haben einen Herstellungsprozess und ein Produkt, das sich schützenswert nennen muss. Und einfach nur eine Zuckertablette pressen, können Sie nicht patentieren. Und das können nachher alle imitieren, oder? Mhm. Deshalb ist für Placebos im eigentlichen Sinn gibt es keine Anreize. Sie müssen so tun, als sei es etwas anderes.
das kompliziert machen und so weiter oder was, und dann müssen Sie also entweder, wenn Sie wissen, dass ein Placebo ist, dann müssen Sie ziemlich schwer betrügen, oder? Und wenn Sie aber selber daran glauben, dass das wirklich wirkt, dann betrügen Sie ja nicht. Das ist das Schlimme oder Gute eben an dieser Definition vorher, dass es in Augen des Arztes, der Ärztin, ein Placebo ist oder nicht. Das ist eine spannende Geschichte, wirklich auch so sozial oder soziologisch interessant. Gut, wir schauen noch diese Studie an vom Ted Kapchuk. Das ist wirklich sehr interessant, auch um zu sehen, dass das geht. Der hat drei Gruppen von Patienten gemacht, in die zufällig eingeteilt wurden. Das sind alles Patienten mit Reizdarmsymptomen gewesen. Und die hat man 3 Wochen lang in der Studie gehabt. Die eine Gruppe hat man einfach auf eine Warteliste getan. Nichts gemacht. Gesagt, ja, sie kommen dann in ein paar Wochen dran. Nach diesen 3 Wochen hat man gefragt, geht es ihnen besser? Wirklich entscheidend besser? 30% haben gesagt, ja, jetzt geht es mir wieder entscheidend besser. Hier kann man sagen, das ist wahrscheinlich natürlicher Verlauf. Bei Reizdarmpatienten ist offenbar eine gewisse normale Fluktuation. Denen geht es einfach nach 3 Wochen, 30% geht es besser. Was nicht heißt, dass die geheilt sind, das geht dann auch wieder schlechter, aber mit dem rechnet man so an Fluktuation offenbar. Dann gab es eine Placebo-Intervention mit einer Placebo-Akupunkturnadel. Das ist eine Nadel, bei der die Nadel unten an einem Teleskop ist. Und wenn Sie da auf die Haut gehen, dann geht einfach die Nadel in den Halterungsgriff der Nadel rein. Also es gibt keine Akupunktur, es ist einfach nur eine Nadel auf die Haut. Und die Nadel geht, also eigentlich ist nur ein Holzstöcklein auf die Haut, weil die Nadel geht zurück in die Halterung. Und da sind die Therapeuten reingekommen, haben gesagt, grüezi, ich steche diese Nadeln und Nadeln gestochen, 20 Minuten und dann wieder tschüss, abgehauen. Und der Patient durfte gehen. Und diese Intervention alleine hat dazu geführt, dass bei 15% mehr, also 45% der Patienten, diese relevante Besserung aufgetreten ist. Und in der dritten Gruppe sind die Therapeuten genau gleich vorgegangen, haben diese Nadeln gesteckt, aber haben noch gesprochen mit den Patienten. Wie geht's? Ja, das wird schon wieder. Haben Zuversicht eingeflößt, Aufmerksamkeit gegeben und dann ging 60% der Patienten ging es besser nach 3 Wochen. Und eben hier haben wir eigentlich eine Art natürlichen Verlauf. Dann ein reines Placebo. Und hier haben wir noch der Placebo-Effekt plus ein Arzt-Patienten-Gespräch, eine ordentliche Kommunikation, was mir natürlich gefällt im Resultat, vor allem nachdem ich diesen Kurs gegeben habe. Also, Sie haben auch als Ärzte und Ärztinnen, wenn Sie nur schon adäquat kommunizieren, haben Sie einen Placebo-Effekt, einen gesteigerten. Müssen Sie gar nichts zusätzlich machen, fast schon, oder? Sie sehen, Placebo-Effekte sind also eigentlich nicht mal so schwach und lassen sich durch so eine Studie elegant zeigen. Nun komme ich gerne nochmal zurück auf diese Aussage allerdings von diesem Powerful Placebo. Könnte ich ganz kurz noch eine Frage stellen zu der Slide vorher. Bei Reizdarm ist der eigentlich ziemlich schwer zu diagnostizieren. Also man macht ja zuerst sehr viele Differentialdiagnosen und es steht ja hier nur Reizdarmsymptome. Kann man jetzt auch davon ausgehen, dass vielleicht ein Teil dieser Patienten gar keinen chronischen Reizdarm in diesem Sinn hatten, sondern vielleicht einfach eine natürliche Verbesserung kommt? Oder kann man da wirklich sagen, dass diese Studie dann qualitativ den Placebo hervorruft? Also es gefällt mir sehr gut, dass Sie so genau sein möchten. Bei den Einschlusskriterien wurde darauf geachtet, dass es wirklich Reizdarmpatienten sind, die den Ablauf durchlaufen haben und keine anderen Krankheiten vorhanden sind. Und die Reizdarmsymptome war einfach die Outcome-Größe, die man untersucht hat. Also die Quantifizierung dieser Studie wurde via der Reizdarmsymptome gemacht. Also okay, das Resultat bezieht sich wirklich auf Reizdarmpatienten. Aber es ist gut, dass Sie so sensibel sind für diese Probleme, die in Studien auftreten können, nämlich dass man eben gemischte Patientenpopulationen hat und nicht mehr weiß eigentlich, für wen das gilt. Diese Studie ist gut. Ja. Ich hätte dazu auch noch gerade eine Frage. Tut mir leid. Ja, bitte. Bei der Waiting-List-Gruppe,
wie kommt so etwas durch die ethische Kommission durch? Also wir haben ja eigentlich leidende Patienten, die wir absichtlich leiden lassen und sie nicht behandeln. In diesem Fall ist es ziemlich easy, weil was hätte man sonst machen sollen? Gemeine Frage, oder? Das wissen Sie ja gar nicht. Reizdarm ist extrem schwierig zu behandeln. Es gibt viele Medikamente, also es gibt meines Erachtens keine guten Medikamente. Und in solchen Situationen, wo Sie keine gute Alternative haben, ist es nicht schwierig, das durch eine Ethikkommission zu bringen. Weil denen geht es wahrscheinlich sowieso schlecht. Plus drei Wochen, nicht gefährlich. Ich würde, also das ist möglich. Aber ja, es ist schon, man muss bei Studien immer das rechtfertigen. Das geht um Menschen, oder? Das kann kritisch sein. Gut, wir kommen nochmals jetzt zu dieser Studie zurück, die zum Schluss kommt, dass Placebos so wirksam sind. Wenn man die Studie anschaut, merkt man etwas, nämlich diese Studie hat Kontrollgruppen von randomisierten Studien angeschaut und hat alles, was in dieser Kontrollgruppe ohne Intervention war, dem Placebo angerechnet, obwohl in diesem Placebo eben eigentlich viel natürlicher Verlauf wahrscheinlich drin ist. Es ist nicht fair, wenn Sie Kopfschmerzen haben und dann gebe ich Ihnen einen Dafalgan und dann wird es besser zu behaupten, ja, das war das Dafalgan, weil die meisten Kopfschmerzen gehen von alleine weg. Und das haben diese Autoren gemacht, indem sie nur die Kontrollgruppen genommen haben. Und deshalb ist diese Arbeit eigentlich nicht aussagekräftig in dieser Hinsicht und war dazu geeignet, den Placebo-Effekt stark zu überschätzen. Nun, vor 10 Jahren hat die Cochrane Collaboration, also das ist so die anerkannte Gruppe, die sich um Wirksamkeitsfragen kümmert. Also wenn Sie einen Cochrane Review haben, den Sie lesen, dann können Sie da ziemlich gut glauben, dass das gut untersucht worden ist. Werden Sie im Rahmen des Studiums häufig als Quelle hoffentlich verwenden, diese Adresse. Die haben eine große Literatursuche unternommen, um zu schauen, ja gut, was ist jetzt wirklich bekannt über den Placebo-Effekt. Und zwar haben sie Studien mit gutem Design genommen, eben randomisierte Studien, wo eben ein Placebo verglichen worden ist mit nichts machen, so wie man es machen muss. Nun, ich habe noch kurz nachgeschaut, wie viele Quellen die gehabt haben zu diesem Moment, dass sie die Studie durchgeführt haben. Und zwar haben die 202 Studien gefunden. Und zum Moment, als das gesucht wurde, gab es 350.000 randomisierte Studien verfügbare. Und das heißt, die Literatur liefert unter allen randomisierten Studien nur ein halbes Promille sind Placebo-Studien. Einfach das nochmal, um zu bekräftigen, wie viel wir Evidenz darüber haben, nämlich 200 Studien für so ein Thema ist fast nichts eigentlich. Und diese 200 Studien, die waren über 60 diverse Krankheitsbilder gemacht, also ein paar sind mehrfach vorgekommen, viele Schmerzstudien wurden untersucht. Ja, und was kommt jetzt dabei raus, wenn man Placebos mit Nichtstun vergleicht? Also Placebo gegen natürlichen Verlauf eigentlich. Also Placebos wirken gegen Schmerzen, gegen Übelkeit, gegen Asthmasymptome, das hat mich sehr überrascht, und gegen Angstzustände. Überraschend? Weiß nicht. Man hat auch gesehen, dass der Range, also der Bereich der Wirksamkeit, schwankt zwischen vernachlässigbar und klinisch relevant. So wie bei der Studie von Ted Kapczuk, die ich Ihnen gezeigt habe, das ist relevant. Und wenn der Unterschied vielleicht nur 61% gegen 62% wäre, dann wäre es egal. Oder das haben die keine Chance, dass das wirklich was bringt. Im richtigen Leben nur sehr wenig Chancen. Ja, und jetzt, wenn man noch genauer anschaut, wo wirken Placebos besonders gut? Also bei physikalischen Interventionen im Vergleich zu Tabletten, also wo was mit dem Körper passiert. Zum Beispiel eben diese Pseudoakupunktur. Das ist offenbar etwas, was einen Placebo-Effekt hat.
bei Patienten involvierten Outcomes, sprich, was ist ein Patienten involvierter Outcome, also wo ich bei der Messung des Erfolgs der Behandlung den Patienten brauche. Schmerz, es gibt keinen objektiven Schmerzmessinstrumente. Übelkeit kann man auch nur den Patienten fragen. Ängste kann man auch nur Patienten fragen. Also immer wenn das Hirn des Patienten den Output gibt und wir nichts messen können im Blut oder so etwas, dann wirken Placebos besonders gut. Asthma ist so eine Mischung, oder? Atemnot ist auch subjektiv. Husten oder Sauerstoffsättigung im Blut, das geht immer ein bisschen objektiv. Aber Husten ist auch, können Sie auch subjektiv machen, oder? Asthma ist schwierig. Aber es geht dann ein bisschen ins Objektive rein. Und das ist auch, fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wie das durch die Ethikkommission gekommen ist. Bei Studien, wo man die Patienten nicht informiert, dass sie ein Placebo kriegen könnten, dort wirken Placebos auch besonders gut. Sehr interessant. Jetzt scheint das alles ein bisschen ein Hirngespinst zu sein, oder? Immer wenn der Patient das entscheiden kann, dann wirkt es, oder? Und sonst, wenn man es dann im Blut nachmessen soll, dann wirkt es nicht, oder? Ich meine, ja gut, dann ist das alles nur irgendwo im Kopf drin. Und jetzt ist es interessant zu sehen, dass das im Kopf auch einen bestimmten Realitätsanspruch hat. Es gibt Studien mit MRI, wo man die Hirnfunktion abbilden kann. Und eine Studie hat untersucht, wenn man Patienten eine Placebo-Analgesie gibt, also Placebo-Schmerzmittel oder eben kein Schmerzmittel, in der Gruppe, die Placebo-Schmerzmittel kriegen, die reagieren auf einen Schmerzreiz mit Aktivierung des endogenen Opioid-Systems. Also da werden ähnliche Areale aktiv, wie wenn sie mit Opiaten behandeln. Diese Rezeptoren und diese Hirnareale, die sind dann offenbar aktiviert worden durch das Placebo. Und das kann man im MRI sehen. Also ist die Hypothese gut, die Placebo-Analgesie, die lässt uns Menschen endogene Opioide ausschütten. Es gab eine Studie, die hat mit einem Medikament diese endogenen Opioide blockiert. Und siehe da, die Placebo-Analgesie war nicht mehr so wirksam. Also Placebo-Analgesie ist nicht nur radiologisch messbar, sondern sie ist sogar medikamentös unterdrückbar. Und das hat doch einen ziemlich hohen Realitätsanspruch. Und man muss ein bisschen zugestehen, Placebos, die wirken schon. Und das lässt sich nicht nur eben in so Studien wie der Ted Kapczuk macht zeigen, sondern es lässt sich sogar objektivieren. Im biologischen System. Jetzt, das Ganze hat schon, obwohl es real ist, eine wichtige Implikation. Wenn Placebos eben im Hirn wirken, dann wirken sie im Hirn letztendlich. Aber was heißt das für uns als Ärzte? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Schmerztransduktion nachverfolgen, das haben Sie wahrscheinlich mittlerweile schon gelernt, wie das geht. Eine Schmerzursache, eine periphere Nervenzelle, die den Reiz aufnimmt, das wird zentral umgeschaltet und dann im Nervensystem, im Hirn noch weiter verarbeitet. Und was wir machen können hier als Ärzte ist, wir können im Idealfall natürlich Schmerzursachen beheben. Medikamentös kann man Entzündungshemmer geben. Noch besser wäre natürlich, man würde die Ursache als Ursache bekämpfen, aber immerhin, Entzündungshemmer sind auch schmerzstillend. Und dann haben wir noch weitere Möglichkeiten, Schmerzen zu hemmen, mit Lidocain zum Beispiel, das hemmt die Nervenzellen. Lidocain und Opioide wirken zentral gegen die Schmerzen. Und eben Placebos wirken möglicherweise, gibt es gute Hinweise dafür, über endogene Opioide. Und was heißt jetzt das? Placebos ändern die Wahrnehmung eines Symptoms, aber nicht die Ursache. Und das ist extrem wichtig. Man darf nicht einen entscheidenden Fehler machen, aus der Wirkung von Placebos zu schlussfolgern, dass Placebos so mächtig sind. Sie können lindern, aber nicht heilen. Und nur wenn Sie gute Erfahrungen gegen Schmerzen machen, heißt das nicht, dass
sie auch gute Erfahrungen machen würden gegen zum Beispiel eine Behandlung bei Krebs. Das heißt, sowohl Patienten, aber auch Ärzte natürlich vor allem müssen ganz, ganz klar bewusst sein, wie weit Placebos wirksam sind und wenn sie heilen können und statt dessen ein Placebo geben, dann machen sie einen schweren Kunstfehler. Wenn sie nur Symptome beheben müssen, dann kann man ja darüber streiten, ob es ethisch gerechtfertigt ist. Da kommen wir später drauf. Kann ich dazu gut, jetzt. Ja, bitte. Es gibt ja auch sozusagen wie das Gegenteil von dieser Nocebo-Effekt, dass etwas unwirksam gemacht wird. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass Placebo eigentlich nur die Wahrnehmung der Symptome ändert, aber nicht die Ursache, wie kann es dann sein, dass man ein Medikament gegen die Ursache gibt, aber dieses nicht funktioniert? Ja, ist ein bisschen die Frage, das müsste man wiederum in einer randomisierten Studie untersuchen. Wenn ich jetzt nicht glaube, dass ein Schmerzmittel hilft, oder? Ich habe 50 Patienten, die glauben alle nicht daran und ich teile die Patienten in 25er Gruppe und die einen bekommen ein Nocebo und die andere ein wirkliches Schmerzmittel oder ein Placebo. Ich bin überzeugt, dass der Schmerz schon abnimmt in beiden Gruppen, in der Währunggruppe. Aber ja, wenn natürlich alle eine negative Einstellung haben und dann sich diese negative Einstellung so stark manifestiert, dass sich der therapeutische Effekt darunter nicht mehr zeigen kann, ja, dann kann auch sein. Aber ich denke, ja, es ist eine schwierige Frage. Man müsste das Experiment machen, ob der Nocebo-Effekt so stark ist. Aber ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich die Frage beantwortet habe. Können Sie es nochmal stellen vielleicht? Ja, ich habe einfach mal über eine Studie gelesen, die zum Beispiel eine Injektion vom Arzt gibt und die andere Injektion wird vom Computer her gegeben. Und dieser menschliche Aspekt hat wie gefehlt, sodass die Leute sich nicht mal bewusst waren, dass sie, also sie haben schon gewusst, sie haben ein Schmerzmittel bekommen, aber dadurch, dass sie das so unglaubwürdig gefunden haben, hat dieses ganze Schmerzmittel, glaube ich, überhaupt nicht gewirkt. Ja, genau. Aber dann ist es eigentlich die Situation, in dieser Situation ist die Gabe des Schmerzmittels an einen Placebo-Effekt gekoppelt. Also sie haben nicht nur das Schmerzmittel, sondern auch die Intervention des Arztes. Und offenbar ist jetzt in dieser Situation die Placebo-Komponente größer als die effektive Wirksamkeit des Medikamentes gewesen, oder? Das können wir interpretieren. Und also ich muss Ihnen ehrlich sagen, bei ganz, ganz viel, also ich bin nicht zuversichtlich, dass die meisten Momente, in denen ich Paracetamol, also ein schwaches Schmerzmittel gegeben habe, dass wenn es besser gegangen ist, dass es wirklich das Medikament war. Also ich glaube, die Placebo-Effekte, wie wir vorher gesehen haben, die sind immer dabei. Und es kann gut sein, dass die sogar die Hauptwirksamkeit sind, vor allem wenn ich Schmerzen behandle, die vielleicht eben gar nicht so schlimm sind. Aber wenn jetzt die Patienten dieser Studie, die Sie sagen, schwerste Schmerzen gehabt hätten und das Medikament, das Schmerzmittel wäre ein starkes Opioid gewesen, dann glaube ich, hätte das trotzdem gewirkt. Kann es nicht auch sein, dass wenn man sich genug stark auf den Schmerz konzentriert, dass es dann, also weil man, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat Schmerzen im rechten Fuß und man denkt sehr fest daran, dann hat man dann irgendwann auch Schmerzen dort. Und das ist wahrscheinlich das Gleiche mit dem Nocebo, oder? Also weil man einfach gar nicht glaubt, dass der Schmerz weg ist, geht er nicht weg, obwohl vielleicht der Schmerz eigentlich weg wäre, wenn man sich nicht darauf konzentriert. Ich glaube, das Hirn ist wirklich, es gibt Eingänge ins Hirn oder Dinge, die Sie selber beeinflussen können, auch durch Meditation oder eben, und Sie können ganz, ganz viel Symptome hier drin und Erlebnisse haben, oder? Die nicht korrespondieren mit dem, was in der Peripherie passiert. Das ist schon so. Und eben,
dass diese Placebo- oder eben Nocebo-Geschichte sind offenbar einfach Rituale, die irgendwelche Eingangsporten hier finden und dann irgendwas hier oben passiert und das kann nützen oder auch schaden. Also im Fall von Nocebo ist es eine negative Erwartung, die aufgebaut wird und einen negativen Effekt hat. Das Coole ist eben, dass Sie als Ärzte durch Ihre Kommunikation können Placebo-Effekte fördern und Nocebo-Effekte verhindern. Und so holen Sie natürlich viel mehr raus, als wenn Sie nur eine Maschine wären, in die irgendwas spritzt. Gut, also. Jetzt haben wir diesen vorherigen Survey. Wir machen jetzt nochmal einen Survey, den würde ich jetzt aber nicht mehr so überraschend finden, was die Resultate sind, denn 90% von Ihnen waren eigentlich einverstanden, damit mit Placebos behandelt zu werden. Jetzt frage ich das nochmals. Wenn Sie jetzt aber auf der Patientenseite oder für die Patienten entscheiden müssten, würden Sie es vertretbar finden, Patienten mit Placebos zu behandeln? Zeichnet sich ein... Ich warte noch ein bisschen mit Kommentieren. So. Jetzt haben die meisten geantwortet. Vielen Dank. Also, das Bild ist ein bisschen weniger klar. Immer noch mehr als die Hälfte glaubt Moll. Für Patienten ist das genauso gut wie für mich. Das finde ich aus medizinischer Perspektive ein okay Messlatte, dass man für sich die ähnlichen Standards setzt wie für Patienten. Aber für Patienten sollte man vielleicht doch noch ein bisschen vorsichtiger sein für sich als für sich selbst, vor allem wenn man ein bisschen mutiger ist mit sich selber, als man für andere Verantwortung übernimmt. Und nur noch ein Drittel meint vielleicht und 8%, das ist noch ungefähr eigentlich viel wie diejenigen, die vorher für sich die 10% Nein gesagt hätten, sind dagegen. Cool. Also, danke. Ja, jetzt kommen wir noch zu diesem Einsatz in der Medizin. Wer macht in der Medizin Placebo und wie häufig? Da gibt es eine systematische Übersichtsarbeit, die hat das angeschaut und hat unterschieden zwischen reinen Placebos und unreinen Placebos und geschaut, was gibt es dazu für Umfragen, die schon publiziert worden sind. Reine Placebos sind eben wirklich, wenn gar nichts drin ist, also Kochsalz oder Zuckertabletten, und unreine Placebos sind eben so Dinge wie etwas geben, aber in einer nicht wirksamen Dosis oder etwas geben, das keine Wirksamkeit hat, also eben Schmerzmittel gegen Müdigkeit zum Beispiel. Und die haben alle Ärzte so unterschieden, wenn man Ärzte fragt, ob sie das jemals gemacht haben. Und Sie können sich vorstellen, also ein reines Placebo, je nachdem gibt es Umfragen, die sagen, das haben 20-80% der Ärzte schon mal gemacht, also wirklich Kochsalz gespritzt oder Zuckertabletten gegeben. Das ist jetzt vielleicht eben der Moment, wo man Homöopathie gibt, aber nicht daran glaubt. Oder unreine Placebos, bei denen man eben, ja, etwas gibt, von dem man glaubt, okay, der Patient möchte es, vielleicht hilft es ihm, dann soll er es halt nehmen, das wäre ein reines Placebo. Man hat das Ganze noch wiederholt bei den Hausärzten angeschaut, musste dann aber den Betrachtungszeitraum nicht auf lebenslänglich, sondern auf einen Monat runternehmen. Und das war, weil bei Hausärzten Placebos offenbar häufiger vorkommen, wobei reine Placebos selten sind bei Hausärzten. Das machen wir eigentlich eher nicht. Aber unreine Placebos, 50-90% der Ärzte geben mindestens einmal im Monat ein unreines Placebo. Also für mehr als die Hälfte ist das fast schon normal, dass das vorkommt. Das ist schon interessant. Für Sie jetzt nicht überraschend, weil Sie sind ja eher eine offene Gesellschaft. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Zählen zu diesen Placebos auch, wenn der Patient kommt und sagt, er nimmt das und das und man dann einfach sagt, ja, nehmen Sie das weiter, wenn Sie denken, es hilft Ihnen? Oder sind da wirklich nur solche Dinge gemeint, die ich aktiv verschreibe als Arzt? Aktive eigene neue Verschreibungen. Ich zeige Ihnen jetzt
Ja, bitte. Also ich habe auch eine Frage zu dem vorher. Wenn jetzt ein Patient kommt und einfach sagt, oh, ich habe einen Kopfschmerz ein bisschen, bin ein bisschen müde und so, mein Bein tut weh, und dann sagt man, ja, nehmen Sie irgendwie Paracetamol für die nächsten 3 Tage, wenn es nicht besser ist, kommen Sie wieder. Und dann nimmt der Patient das und dann geht es ihm besser, zählt das auch als Placebo, weil es ist ja ein Schmerzmittel, das heißt, vielleicht hilft es gegen Kopfschmerzen oder so. Ja. Also kein Placebo. Nein, das würde ich jetzt, das ist eine spezifische Schmerzbehandlung, ein Schmerzmittel, das würde ich jetzt nicht als Placebo. Wäre komisch, oder? Wenn Sie das geben, aber Sie glauben nicht, dass es wirkt, dann ist es ein Placebo. Eben, also wenn ich. Aber bei einem Schmerzmittel würden Sie annehmen, dass es wirkt. Ja, aber weil ich denke, ja, vielleicht hat er einfach zu schlecht geschlafen oder, so, oder ich weiß auch nicht. Und das heilt sich von alleine. Dann ist es ein Placebo. Okay. Also es kommt darauf an, in welcher. Das ist die Idee. Okay, ja. Okay. Es kommt auf Sie drauf an, was Sie für ein Modell haben. Okay, ja. Das ist die Definition von der American Medical Association. Gut, man hat diese Hausarztstudien geschaut, was sind die Placebos, die Hausärzte gegeben haben. Und hier gibt es noch ein bisschen mehr Aufschluss über genau diese Frage. Das ist die Prozent der Hausärzte, die eine Behandlung, die ein Placebo, also dieses Placebo verwenden. Und Sie sehen 0% hier Placebo-Tabletten, Kochsalzinjektion, das machen die wenigsten. Und dann eben der nächste Kniff eben, dass man Dosen gibt, einfach zu wenig, vielleicht eine Eisenbehandlung, aber man gibt so wenig Eisen, dass es gar keine Wirkung haben kann. Das wäre eine subtherapeutische Dosis, eben Schmerzmittel als Placebos, das heißt, wo sie gar nicht wirken können, vielleicht weil sie nicht so viele Nebenwirkungen haben und man hat sonst nichts anderes in der Apotheke, oder? Pflanzliche Medikamente, wenn man halt selber nicht daran glaubt, dann ist es ein Placebo. Es gibt pflanzliche Wirkstoffe, die sind wirksam. Es gibt diejenigen, die sind nicht erwiesenermaßen wirksam. Kommt darauf an, was man hier genommen hat, oder? Das ist ganz problematisch. Beruhigungsmittel als Placebo geben, dass der Patient ein bisschen ruhiger gestellt ist, oder? Also da würde ich, das würde ich jetzt nicht als ethisch vertretbar bezeichnen. Aber ja. Und dann hier Supplemente, also so Multivitamin, Mineralcocktails in Dosen, die wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Das ist ziemlich populär. Das geht jetzt alles gegen 50%. Nützt nichts, so schadet nichts. Dann Antibiotika. Sehr problematisch. Hohe Wahrscheinlichkeit für Unverträglichkeitsreaktionen. Aber wann gibt man das? Oder? Patient kommt wegen Bronchitis und ist überzeugt, das ist bakteriell. Letztes Mal hat Antibiotika auch geholfen. War auch letztes Mal wahrscheinlich ein viraler Infekt, aber irgendjemand hat ihm das Antibiotikum gegeben. Es ging von alleine weg und dann glaubte der Patient, das sei wegen dem Antibiotikum, jetzt möchte er es wieder, belagert den Arzt und dann irgendwann sagt er, okay, dann nehmen Sie das halt, oder? Das würde ich mir jetzt vorstellen, ist die Situation, die hier eine Rolle gespielt hat in den meisten Fällen. Antibiotikum als Placebo. Ist diese Studie in der Schweiz dann gemacht worden? Das ist eine Zusammenfassung, das ist eine Übersichtsarbeit von Studien. Ich habe die Quelle hier unten angegeben. Sie können nachschauen, dann können Sie alle diese, das sind so Intervalle, oder es gibt Studien, die haben so hier gezeigt und diejenigen, die sind eher hier gewesen, sind so gemittelte Werte. Also auf der ganzen können Sie nachschauen, woher die Studien kommen. Sie sind, ja, wahrscheinlich ist es schon eine Selektion der westlichen Welt normalerweise. Noch eine Frage dazu. Wenn Sie noch Zeit haben. Ja. Wo würden Sie jetzt hier die... Ja, ich habe Zeit. Wenn Sie, wo würden Sie jetzt hier die chinesische Medizin einordnen? Weil das ist ja auch so etwas zwischendrin, nutzen auch geringere Dosen, cool. Viele pflanzliche Stoffe. Oh yes. Ich würde Ihnen sehr gerne eine sehr differenzierte Antwort geben. Die geht aber wirklich lange. Haben Sie noch Zeit, um zu bleiben? Wenn, also die Schnellschussvariante ist... Ich kann ja sonst nach der Vorlesung noch länger bleiben. Ja, das können Sie. Aber die Schnellschussvariante ist, chinesische Medizin ist eben die traditionelle chinesische Medizin. Das Wissen, auf der die basiert, ist eigentlich nicht gut experimentell belegt. Da ist wirklich wirksames Zeug drin, diese pflanzlichen Mittel zumindest.
Das sind meistens Multi-Pflanzen-Cocktails. Wir wissen nicht so genau, was da drin ist. Kann sein, dass da mal was wirklich so wirkt, wie man es erwartet. Kann aber auch sein, dass das völlig was, das nichts wirkt, was in die andere Richtung geht. Kurze Variante. Die TCM ist global nicht besonders gut untersucht in seriösen Studien. Und es ist ja keine Überraschung, weil so Studien macht man noch nicht so lange. Das ist einfach eine alte Form von Medizin. Und man muss es sehr differenziert anschauen, welches Kraut wird gegeben und so weiter. Es ist schwierig, eine globale Antwort zu geben. Gibt es Grenzen bei gewissen Medikamenten, ja, wo man sagt, man darf sie nicht als, also man darf nicht als Ersatz Placebo geben? Also jetzt zum Beispiel bei Antibiotika finde ich es teilweise etwas riskant, wenn man da Placebo gibt. Aha, dass man, nein, eben, dass also also ich meine, es gibt sowieso große ethische Probleme mit Antibiotika, die möchte ich Ihnen gerne noch an den Kopf schmeißen nachher. Aber also ich würde sagen, bei abwendbar gefährlichem Verlauf, also wenn Sie eigentlich was machen könnten, aber Sie geben etwas, ein Placebo, dann haben Sie einen schwerwiegenden Kunstfehler gemacht. Und wenn Sie das Gefühl haben, da ist eine Infektion mit Bakterien, die ich mit Antibiotika abwenden könnte und ich gebe ein Placebo und da passiert was Schlimmes, dann sind Sie mit Fug und Recht möglicherweise Ihre Zulassung als Ärztin los, oder wenn das rauskommt. Aber ist das eigentlich nicht deshalb, also unwissentlich Placebo verteilen? Das wäre ja eigentlich bei allem so, dass man den Verlauf dann eigentlich, also man weiß ja nicht, wie diese Person auf Placebo unbedingt anspricht. Das heißt, man geht in jedem Fall das Risiko ein, dass das, der Verlauf der Ursache schlimmer werden könnte. Also eben unwissentlich ein Placebo geben, das geht gar nicht, weil die Definition von Placebo ist, dass Sie ja als glauben müssen, dass es ein Placebo ist. Und wenn Sie glauben, etwas ist wirksam, auch wenn Sie im Fehler sind, dann machen Sie eigentlich nichts falsch als Mensch. Da muss man eher fragen, ist mit Ihrer Ausbildung etwas schiefgelaufen? Oder wenn Sie glauben, dass eben Sie in einer schweren Sepsis vielleicht, also Organversagen oder schwerem Fieber oder was auch immer, und wenn Sie dann Vitamine geben oder Globuli oder und auf ein Antibiotikum verzichten, dann werden Sie vielleicht von der Fachgesellschaft ausgeschlossen, oder das, wenn man so Medizin macht. Es gibt leider so Ärzte, die funktionieren schon noch so. Okay, danke. Aber ja, man fällt eben als Arzt, man kann reinfallen auf Placebo-Effekte, wenn man nicht unterscheidet zwischen natürlichem Verlauf und Placebo, einem spezifischen Effekt. Und dann, das ist uns Ärzten jahrtausende lang passiert, oder? Wir haben Aderlässe gemacht und glaubt, das wirkt, weil es Patienten überlebt haben, oder? Gut. Also, jetzt wird es eigentlich erst so ganz spannend mit dem ethischen Einsatz und dann ist der letzte Teil, den ich noch durchbespreche. Warum sind ethische Fragen bei Placebos überhaupt wichtig? Umfragen zeigen, dass die meisten Ärzte finden, Placebos sollten erlaubt sein, so wie jetzt Sie das auch eigentlich widerspiegeln. Die meisten Ärzte finden aber auch, dass es problematisch ist. Mühe damit umzugehen. Warum ist das so? Placebos kollidieren mit ethischen Prinzipien in der Medizin. Das erste ist das Problem der Täuschung. Patienten erwarten, dass sie was kriegen von ihnen, das wirkt. Und sie erwarten vielleicht gar kein Placebo. Und das fragen sie ja nicht vorher. Wären sie offen, ein Placebo auszuprobieren, oder? Und wenn Sie jetzt das vorenthalten, dass Sie ein Placebo geben, also wissentlich ein Placebo geben, was dem Patienten nicht sagen, dann hintergehen Sie den Patienten. Das ist eigentlich verboten, den Patienten zu hintergehen. Dann gibt es noch die Patientenautonomie. Patienten sollten autonome Entscheide fällen, die sind Erwachsene, oder? Und sie sollten selber über ihre Gesundheit entscheiden. Und wenn Sie natürlich jetzt kommen und da nicht so ganz offen sind und sagen, was sie da geben, sondern selektiv eben vorenthalten, dass es sich um ein Placebo
handelt, dass sie vielleicht dann noch anpreisen, oder das hat anderen geholfen und so. Und der Patient entscheidet dann von sich aus, das zu nehmen, weil sie das vorschlagen, hat er eigentlich eben nicht autonom entschieden, weil sie haben ihm ja die Augenklappen aufgebunden und dann ist er in eine Richtung gelaufen, oder? Das zählt eigentlich nicht als autonomer Entscheid. Und dann gibt es noch eigentlich diese letzte Stufe, das ist der Informed Consent, also eben der Patient muss informiert sein, um einwilligen zu können. Und das erfolgt eben aus dieser Grundlage, wenn Sie eine bewusste, herbeigeführte Situation von inadäquater Entscheidungsgrundlage haben, kann man nicht sagen, dass der Patient eine informierte Entscheidung getroffen hat. Das macht es für uns Ärzte so schwierig, hinter Placebos zu stehen. Und worauf läuft das raus? Oder? Entweder müssen wir das Prinzip vom Nicht-Lügen durchsetzen, also ganz ehrlich sein, oder helfen. Und die scheinen sich hier zu widersprechen. Also wenn ich nicht lügen will, dann muss ich ja sagen, das ist ein Placebo, möchten Sie es trotzdem, oder? Und dann habe ich Angst, dann hilft es vielleicht nicht. Oder? Und wenn man Ärzte jetzt fragt, ja, wo würden Sie eher die Waage ausschlagen lassen, die helfen uns nicht weiter, die Ärzte. Die Hälfte sagt, ja, ist zulässig für den Patienten. Die andere Hälfte sagt, nein, Ehrlichkeit ist wichtiger. Ja? Dann kann man noch Surveys unter Patienten anschauen. Patienten sind einerseits eher auf Helfen aus. Also die sagen, ja, nein, ist mir gleich, Hauptsache es hilft. Dann darf der Arzt auch unehrlich sein. Und wenn man aber gezielt fragt, Patienten sollten Ärzte Placebos einsetzen, dann sind Sie jetzt offenbar eine andere Art von Patienten, oder? Nur die Hälfte der Patienten sind eigentlich wirklich offen gegenüber Placebos, wenn man so direkt fragt. Die Studien dazu, die sind schon so 10 bis 20 Jahre alt, oder? Es kann schon sein, dass sich so etwas kulturell auch ändert. Könnte man ja mal wiederholen, zu schauen, wenn ich jetzt Ihre Generation so ansehe und sehe, wie offen Sie jetzt gegen Placebos waren. In der Umfrage vorher. Gut, also zumindest was die Literatur hergibt, das hilft uns nicht weiter. Wir haben hier so ein bisschen eine 50-50-Situation. Nun, es gibt eigentlich eine Lösung, die ist ein bisschen eine modernere Strömung, und zwar die sogenannten Open-Label-Placebos, sprich ehrliche, deklarierte Placebos, wo die Täuschung eben nicht mehr da ist. Und es gibt zwei Arten, wie sie in der Medizin diese Täuschung vermeiden können. Eine teilweise Open-Label-Methode, und da sagen sie, ja, das Medikament hier, das hat anderen schon geholfen, die Wirkung ist völlig unklar, aber anderen hat es geholfen. Möchten Sie das probieren? Damit wird so ein bisschen die Offenheit für unerklärliche Wirkmechanismen abgeholt. Und das wird aufgefasst als keine Täuschung. Persönlich finde ich das ein bisschen billig, weil Sie wissen ja schon ein bisschen mehr als Ärzte und für mich zählt das nicht. Ich finde das auch nicht okay. Das ist für mich auch vorenthalten der gesamten Wahrheit. Und dann gibt es noch die andere Variante, nämlich, dass man wirklich ganz Open Label ist. Schauen Sie hier, ich habe ein Placebo für Sie. Placebos haben anderen schon geholfen. Wir wissen nicht so genau, wieso, aber wir können es ja probieren. Dann sehen wir uns in 2 Wochen und dann besprechen wir, wie es verlaufen ist. Das ist wirklich Open Label, das ist keine Täuschung. Und da kann man fragen, möchten Sie das probieren? Jetzt müsste ich eigentlich noch eine Umfrage machen, um zu schauen, wer würde sich darauf einlassen. Also ich habe das Gefühl, die meisten würden da jetzt sich darauf einlassen. Nachdem ich sie so, wenn ich sie richtig ausgehorcht habe vorher. Ja, jetzt in meiner Bildung hätte das als wenig Chancen gehabt, dass man als Arzt früher geglaubt hatte, dass das hilft. Und jetzt, wer macht diese Studien dazu? Natürlich Ted Kaptchuk,
da ist er auch dabei, Kapczuk. Kapczuk macht Open-Label-Placebo-Forschung. Das sind das neuere Arbeiten. Und er hat wirklich jetzt bei vielen Krankheiten probiert, was ist, wenn man zusätzlich zur normalen Behandlung noch ein Placebo deklariert, als Placebo obendrauf gibt. Und zwar hat er das bei Reizdarm gemacht. Nach 6 Wochen die Verbesserung, die globale, ist bei 60% versus 35% eingetreten mit Open Label Placebo bei chronischen Rückenschmerzen. 28% versus 9% bei Müdigkeit, bei Krebs, ähnliche Wirksamkeit, und bei Migräneattacken konnte man das auch zeigen. Und hier muss man sagen, also Placebos funktionieren sogar, wenn man sie als Placebos deklariert. Das ist eigentlich schon cool, weil dann kann man das eigentlich machen, ohne Patienten zu täuschen. Ich kenne keinen Arzt, der das schon macht. Aber es gibt experimentelle Hinweise, die zeigen, dass das offenbar wirkt. Das ist schon beachtlich. Und ja, das sind dann schon Argumente für Placebo-Medizin, oder? Jetzt möchte ich aber noch ganz zum Schluss diskutieren, aus meiner Sicht, was das bedeutet und was so für und dagegen spricht. Sie sagen, für Placebos spricht, Hauptsache helfen. Müssen Sie sich bewusst sein, es gibt ein Problem, Sie können Ihr Verhältnis zu den Patienten gefährden. Nämlich wenn Sie jetzt sagen, ich gebe Homöopathika und der Patient nimmt das und dann liest er mal nach und merkt, aha, aber Moment, da ist ja gar nichts drin, will der Arzt mich verarschen, oder? Oder hat er mich nicht ernst genommen? Oder glaubt er das? Oder? Kann es gut sein, dass Sie das Verhältnis zum Patienten eigentlich zerstören oder dann ein großes Misstrauen erschaffen und dass Sie dann eben nicht mehr so gut helfen können. Deshalb ist hier, also Placebos zu geben, ist kritisch, weil die Patienten lesen nach, was sie geben, und ja, Open-Label-Placebos wären sicher der richtige Weg hier, aber keine verborgene Placebos. Dann, man muss dem Patienten doch was bieten können, der kann doch nicht einfach rauslaufen und kriegt nichts von uns, oder? Ja, aber ist das so? Also wenn Sie bei jedem Problemchen immer etwas geben, was passiert mit dem Patienten? Der verliert sein Selbstvertrauen, der verliert den Glauben darin, dass er selber sich heilen kann und wird völlig abhängig, auch bei lächerlichen Problemen, die von alleine weggehen. Und meines Erachtens sollte man alles dafür geben, dass die Patienten im Selbstvertrauen und der Zuversicht gestärkt werden, selber mit den Krankheiten umzugehen, und nicht Placebos geben als Krücken, wenn das der Punkt ist. Sie geben lieber Zuversicht auf andere Art und Weise. Das ist meine Überzeugung. Dann, Placebos schaden ja wenigstens nicht, oder? Dann nur Zuckertabletten, also echte Placebos, reine Placebos. Dagegen spricht, ja, sie wirken ja auch nicht. Und hier ist das Problem der Verwechslung, oder? Wenn ich jetzt einfach nur sein harmloses Kopfschmerzlein behandle mit einem Placebo, ist okay. Aber wenn ich jetzt beim Patienten plötzlich einen Glauben implantiere, dass eben, wenn ich jetzt Homöopathie gebe, das wirkt gegen Kopfschmerzen, das kann schon sein. Aber wenn der jetzt daraus schließt, dass Homöopathie wirksam ist, und dann plötzlich hat er einen Krebs und dann geht er in eine Klinik für Homöopathie, weil sie ihm diesen Glauben implantiert haben, dass es wirkt, dann haben sie ja einen Schaden gemacht, oder? Das finde ich auch problematisch. Weil nicht schaden reicht eigentlich noch nicht, dafür etwas zu geben. Gut. Unreine Placebos sind nicht so unehrlich. Also wenn ich jetzt eben ein Schmerzmittel gebe gegen Müdigkeit, ich gebe ja was, es ist ja nicht nichts, oder? Aber hier ist das Problem, ja, aber es ist ja eben was. Und wenn es nicht wirkt, dann kann es ja auch schaden. Und es kostet auch mehr, oder? Und der Klassiker ist zum Beispiel, dass wir in der Schweiz wirklich viele Eiseninfusionen machen, bei vor allem Frauen,
die gar keine Anämie haben und bei der Eisenwert eigentlich so hoch ist, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass mehr als ein Placebo-Effekt ist. Und der Placebo-Effekt ist da, es ist eine Eiseninfusion und den meisten, die merken das und haben das Gefühl, es geht besser und das ist die Frage, was ist natürlicher Verlauf, was ist der Placebo-Effekt, aber die randomisierten Studien zeigen eigentlich, dass ab dem Wert, von dem der Schweiz sehr oft behandelt wird, dass es nicht zu unterscheiden ist von einem Placebo-Effekt. Und es gibt doch ab und zu allergische Reaktionen, das ist problematisch, oder das zu rechtfertigen. Wird aber sehr viel gemacht in der Schweiz. Das andere ist die Kniearthroskopie bei Schmerzen im Knie, die nicht durch einen Unfall sind und dass man damit mal reingeht mit dem Arthroskop und ein bisschen den Meniskus frisiert, wie beim Coiffeur. Da gibt es auch Studien, die zeigen, das wirkt nicht. Den Leuten geht es nicht besser, wenn der Meniskus für den Chirurgen besser ausschaut. Bei Unfällen ist es was anderes, aber bei degenerativen Meniskusrissen ist es ein Placebo. Das kann, ist gefährlicher, als nichts zu machen, oder? Also unreine Placebos, die haben Risiken. Das finde ich noch schlimmer als reine Placebos. Reine Placebos, da ist kein Risiko dabei, oder? Und dann, wenn man sagt, ja gut, sonst kann man halt nichts machen, es gibt keine wirksamen Optionen, dass ich muss ja was machen, dann gebe ich ein Placebo. Und hier eben, wenn Sie mit Patienten gut kommunizieren und Patienten erziehen und ihnen andere Ressourcen geben können, dann haben Sie auch einen unspezifischen Placebo-Effekt, wie wir jetzt gesehen haben bei der Studie von Ted Kapczuk. Kommunikation wirkt auch schon. Und ich würde persönlich den Vorzug der guten Kommunikation geben. Und Ultima Ratio, von mir aus kann ich mir vorstellen, dass Placebo-Effekte manchmal gerechtfertigt sind. Ich habe es persönlich nur einmal wirklich probiert, Placebo zu verschreiben und bin an der Pflegerin gescheitert, die gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Das hat dann bei mir so ein bisschen was ausgelöst, mich darüber ein bisschen Gedanken zu machen, weil eben das bei mir im Studium ist gar nicht vorgekommen. Gut, und Placebos sind sehr umstritten in der Berufswelt. Und ja, vielleicht wird sich auch Ihr Mindset ein bisschen einengen und Sie werden, je mehr Sie lernen, je weniger offen sein. Okay, folgende Take-Home-Messages. Wenn Sie rausgehen ins richtige Leben, besteht Verwechslungsgefahr. Sie können nie wissen, ohne in einer Studie zu sein oder Studienresultate zu lesen, was der Effekt ist. Die begegnen Ihnen immer zusammen und die können Sie nicht durch Beobachtung unterscheiden. Aber merken Sie sich, dass alle diese drei Dinge eine Rolle spielen. Spezifischer Effekt, Placebo-Effekt, natürlicher Verlauf. Und seien Sie demütig und ehrlich. Und überschätzen Sie einfach nicht das eine oder das andere. Sondern Sie wissen, das ist ein Phänomen, das findet statt. Und Sie hoffen, dass Sie das irgendwie so handeln, dass Sie das Beste rausholen für die Patienten. Gut, Placebos sind vielgestaltig. Es sind nicht alles Zuckertabletten. Ich kann sehr gut eben auch richtige Medikamente geben, die eigentlich vor allem einen Placebo-Effekt haben. Und dann ist auch gut, aber man muss sich daran erinnern. Ebenso Paracetamol ist ein schwaches Schmerzmittel. Wenn man das gibt, ich glaube, bei schwachen, vorübergehenden Schmerzzuständen, die gehen von alleine eher weg als von schwachen Schmerzmitteln oder so. Kopfschmerzen, alltägliche, die sind wahrscheinlich, haben sehr eine gute eigene Heilungstendenz in den meisten Fällen. Genau. Und das Letzte ist noch, dieser Placebo-Effekt, der wird häufig als Null-Effekt interpretiert. Das ist ja nur Placebo, es ist kein Effekt, aber Placebo-Effekt ist eben schon ein Effekt. Und das haben wir jetzt, glaube ich, gut angeschaut miteinander. Jetzt im Krankenversicherungsgesetz und in der wissenschaftlichen Definition von Wirksamkeit ist der Placebo-Effekt null. Das ist eine ganz andere Definitionsfrage. Und hier geht es nicht zuletzt um Abrechnung und Vergütung von Leistungen. Und insofern ist es eben zum Glück so, dass der Placebo-Effekt eben Edge nicht gilt. Weil sonst, wenn wir auch für Placebos zahlen müssten, dann müssten wir
für alles zahlen im Krankenversicherungsgesetz, müssen wir auch Dinge wie Exorzismus bezahlen, wenn wir glauben, dass ein Dämon die Arthrose verursacht hat, und dann müsste man dafür zahlen. Es hat sicher einen Placebo-Effekt, wenn jemand mit dem Kruzifix kommt, oder, und den Dämon aus dem Knie austreibt. Aber das lässt sich wahrscheinlich eben nicht gut in randomisierten Studien zeigen, und das gilt dann nicht. Und deshalb haben wir uns als Gesellschaft entschieden, dass wir eben nur dafür zahlen, was in placebo-kontrollierten Studien als Wirksamkeit nachweisbar ist. Und es gibt Ausnahmen seit 2009 einer bestimmten Volksinitiative, die zufolge stattgefunden hat. Es gibt 5 Therapien der Alternativmedizin, die sehr wahrscheinlich stark auf Placebo-Effekten basieren, die im KVG abrechenbar sind in der Schweiz, oder? Und das ist ein interessantes Phänomen. Wir haben kassenzulässige Placebo-Medizin, und Sie können sich so einen Arzt oder Ärztin suchen, der das macht, wenn sie daran interessiert sind. Aber das machen ja nur Patienten, die glauben eben, dass das wirklich wirkt. Also die suchen da nicht das Placebo, sondern die suchen eine Wirksamkeit, die sie sich anders erklären. Das ist auch soziologisch sehr interessant. Gut. Und ja. Entschuldigung, welche nutzen Sie Placebo-Effekte? Homöopathie, anthroposophische Therapie, chinesische Medizin, Phytotherapie, was war das 5? Es gibt 5 alternative Heilmethoden, die im Gesetz drin sind. Ich glaube, KVG Artikel 32a müsste man nachlesen. Die sind wirklich so aufgenommen, und es gab einen Vernehmlassungsprozess, und man hat versucht, die Wissenschaftlichkeit nachzuweisen. Man hat, die dann bis 2015 provisorisch vergütet. Der Wirksamkeit, der Beweis, der ist nicht gelungen, hat niemand gebracht, oder so, eine große Überraschung, weil es ist halt schwierig. Und jetzt gibt es eine Ausnahmeklausel, die auf einer anderen Wirksamkeitsdefinition beruht. Jetzt reicht es, wenn es eine Tradition gibt und wenn eine Weiterbildung gemacht wird, und das gilt dann als wirksam. Und für die Politiker, also beim BAG, ich kenne da ein paar Leute, und für die ist das so schwierig, weil die mussten das Gesetz jetzt irgendwie so formulieren, um trotzdem diesen WZW, also Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit Kriterien zu genügen und den Volkswillen umsetzen, und das ist Elefantenporzellanladen, dieses Gesetz. Aber das haben wir so entschieden als Gesellschaft, und es ist jetzt so. Und eben, ich meine, Placebo-Effekte, die haben, wenn man sie gezielt richtig einsetzt, sie nicht überschätzt, ist das vielleicht nicht nur schlecht. Ja, aber das sind so sozial-politische Diskussionen, die haben Sie im Studium eigentlich nicht so stark, aber die sind sehr interessant. Gut, ja. Und dann würde ich eigentlich den Teil jetzt beenden mit diesem philosophischen Problem. Stellen Sie sich vor, der Placebo-Effekt, der hat einen biochemischen Wirkmechanismus. Kann man ja ein bisschen beweisen mit MRI-Studien. Irgendwas Biochemisches läuft ja immer ab, wenn wir was merken. Könnte man dann ein Medikament entwickeln, das auf diesem Wirkmechanismus basiert? Und wenn Sie jetzt anfangen, im Kopf zu kreisen, dann haben Sie es, glaube ich, verstanden, dass man es eben nicht so verstehen kann. Gut, jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bin noch da für Fragen.